Im Gegensatz zum Maschinenbau ist natürlich Architektur geprägt von Unikaten, von Gebäuden, die einen besonderen Charakter haben. Das ist auch schön so. Das war in der Vergangenheit ein Hindernis nach einer starken Industrialisierung des Prozesses. Heute, durch die Digitalisierung, es ist möglich, diese Hindernis dann zu lösen. Dadurch, dass man durch Modelle, durch Werkzeuge, durch Prozesse auch eine ganz Vielfalt an unterschiedlichen Lösungen entwickelt werden können. Und für die Maschine ist grundsätzlich egal, ob es dann alle gleichen Elemente gefertigt werden oder eben dann alle unterschiedlichen Elemente dann daraus entstehen können. Und das bildet jetzt eine Chance für das Bauwesen, diese Innovation mal endlich erreichen zu können, die heutzutage dringend nötig ist. Wir haben bei unseren Projekten durchaus gemerkt, was dann an Möglichkeiten durch digitale Werkzeuge vorhanden sind. Wir mussten aber einen deutlichen Schritt weiter. Und das war unsere Motivation als Teilnahme für das Digital Twin Projekt. Der Hintergrund dazu ist, dass durch den Digital Twin unterschiedliche Akteure aus der Kette dann zusammenkommen, also aus der Bauindustrie, aus der Forschung, aus anderen Branchen. Und jeder kann sozusagen sein Fachwissen bringen, damit wir diesen systemischen Charakter dann schaffen können. Die Stärke von den Computern, Software, Hardware, die unterschiedlichen Komponenten, bedeutet andererseits, dass man sehr kritisch mit den Ergebnissen, sehr kritisch mit diesen Werkzeugen umzugehen ist. Das ist ein Thema, der uns im Büro und mich persönlich stark in den letzten Jahren beschäftigt hat. In der Mitarbeit mit jungen Ingenieuren, die sehr talentiert sind in der Nutzung der Werkzeuge, wo aber durchaus dann die Notwendigkeit da ist, das kritische Hinterfragen, die Kontrolle, die Steuerung von diesen Werkzeugen dann zu verbessern. Ich sage es immer mal wieder, man soll die Computer steuern und nicht von den Computer gesteuert werden. Und das ist ein maßgebender Ansatz, der für unseren Beruf wichtig ist. Wir haben eine Verantwortung als Ingenieur und wir können nur dieser Verantwortung gerecht sein, wenn wir das Prozess steuern und kontrollieren können. Was wichtig ist in meiner Erfahrung, ist zudem dann die menschliche Interaktion aus der Planungsseite oder aus der ausführenden Firma-Seite. Auch in große Runde es ist dann möglich, effektiv die richtigen Werkzeuge für die richtigen Ziele dann dadurch zu setzen und damit einen guten Beitrag zu einer wirtschaftlichen Arbeiten zu schaffen.